Es ist der Montag und es ist natürlich Podcast-Time und alle haben drauf gewartet und wir kriegen auch immer, Gott sei Dank, können wir es wieder Montag machen. Es ist pünktlich. Ich sage es ja immer wieder ganz gerne. Es ist Montag und deshalb muss natürlich auch ein Fußball-Podcast her. Unserer nämlich. Und ich kann dir noch sagen, lieber Thomas, ich finde ja auch, wir brauchen halt einfach noch mehr Assistenten. Siehst du es ähnlich? Wir brauchen einfach viel mehr Assistenten. Ich bin jetzt schon, ganz ehrlich, ich bin immer so gespannt auf dein erstes Zitat oder die Frage. Jetzt überlege ich gerade, hat das was mit dem Wochenende zu tun, mit umstrittenen Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga? Ich habe übrigens vorgestern Handball gesehen, Hannover gegen der Zweite gegen den Ersten. Und da hat sich nach 20 Minuten der eine Schiri einen Muskelfaserriss zugezogen. Und dann hat es der andere Schiri alleine gemacht. Der hat es ganz gut hingekriegt. Und was mir echt positiv aufgefallen ist, die Jugend auf der Platte beim Handball, die haben das auch akzeptiert. Da gab es kein großes Lamentieren. Das finde ich wirklich sehr positiv bei anderen Sportarten. Aber ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus wolltest. Auf meinen Lieblingstrainer, Christian Streich. Ah, okay. Ja, habe ich nicht, nee, hat sich hab ich ja, nicht gewusst. Da war eine klare Fehlentscheidung. Also, nein, keine klare Fehlentscheidung, muss man sagen. Also, er sagte dann halt einfach, dann brauchen wir halt noch zwei Videoassistenten mehr, wenn das noch nicht reicht. Du weißt, es gab so die ein oder andere erstrittene, also eigentlich ziemlich klare Entscheidung, aber irgendwie hat sich Christian Streicher total aufgeregt an dem Spiel. Er war wirklich auf Zinne, wie man sagt. Und ich glaube, es ist irgendwie alte Diskussion, dass Trainer es einfach nicht akzeptieren können, dass Entscheidungen fallen und dann auch der Videoassistent irgendwie auch nicht so richtig recht ist. Also wie man es gerade braucht, und da spreche ich das erste Mal, glaube ich, gegen Christian Streich, ist es halt so, dass man sich Hauptsache ärgert, weil man irgendwie das Spiel nicht gewonnen hat und weil man gegen den ersten FC Köln dann vielleicht auch eine 4-0-Klatsche kriegt. Das ist wahrscheinlich dann der... Ja, ich meine, das Ding war, ich habe jetzt gestern irgendwo, habe ich gelesen, er hat geschrieben, wir haben klar verdient verloren, aber es ging ja, glaube ich, um die eine Szene beim 1-0, wo man guten Gewissens hätte meiner Meinung nach auch Elfmeter für Freiburg geben können. Ja. Also ich glaube im Moment, das hatten wir schon oft das Thema, immer diese Verschwörungstheorien, auch einige FC-Fans. Ich glaube, im Moment können sie mit den Entscheidungen des Videobeweises ganz gut leben, weil sie auch eher pro FC ausfallen, aber sie spielen halt im Moment auch gut und setzen ihren Marsch aus den unteren Tabellenregionen weiter fort. Aber Christian Streich, wir halten fest, heute am was haben wir, den 3. Februar, das erste Mal, dass der Posterboy Mike Gleiss den Christian kritisiert. Und trotzdem, den Christian. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass du einfach ein Typ bist, der eine Menge Eier hat. Ganz genau. Ja. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Gleiss und Thomas Wagner. Also ich als dein Assistent, Thomas, möchte dich dann doch mal mittlerweile fragen, wie siehst du es an der Spitze? Wird es jetzt wieder langweilig? Bayern München ist Erster und Leipzig Zweiter und es ist eigentlich wieder alles so, wie es immer mal war. Fast. Es ist in der Tat schon ein bisschen besorgniserregend. Die Bayern, ich meine, war das Spiel noch nicht angepfiffen, da hast du das Gefühl, es steht schon 3-0. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass Dortmund, das wird am kommenden Wochenende echt ein Schlüsselspiel in Leverkusen, das ist schwer. Wenn Dortmund das gewinnt, dann glaube ich, dass sie lange dabei bleiben. Sie haben ja noch das Heimspiel gegen die Bayern, das musst du ja dann in die Rechnung. Hoeneß hat ja früher mal so gerechnet, okay, wenn der Gegner noch zu uns kommt, das sind eh 3 Punkte für uns. Und Leipzig, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt ein bisschen am Rätseln. Die haben, glaube ich, zum 5. Male zurückgelegen hintereinander. Die erste Halbzeit war ganz schwach, hätte ich nicht so erwartet nach seiner Pauschalkritik. Was aber auch nicht untergehen darf, ist, dass Borussia Mönchengladbach eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt hat. Also das war, so gut habe ich Gladbach überhaupt noch nie gesehen. Und dann mit diesem Slapstick-Ding von Sommer und einer für mich nicht berechtigten Schiedsrichterentscheidung noch einen Punkt abgegeben hat. Aber sagen wir es so, ich glaube und hoffe, dass Dortmund lange an Bayern dran bleibt, aber die Form der Bayern ist schon im Moment besorgniserregend. Besorgniserregend im Sinne von positiv. Ich meine, was hat der Magier Hansi Flick da nun hingelegt? Also warum hat er dann diese Mannschaft plötzlich so hingekriegt, dass sie wieder einen geilen Fußball spielt? Ich meine, das war unter Niko Kovac ja nun wirklich eine ganz andere Klamotte. Mhm. Ja, das haben wir ja auch schon teilweise so mal angerissen. Die Macht der Bayern-Kabine, irgendwann wollten sie Kovac nicht mehr. Dann kam ein neuer und es ist eigentlich ganz klar, die Bayern haben das größte und beste Budget und sie haben für mich auch trotz allem
wenn man alles nebeneinander stellt, den besten Kader. Und wenn der beste Kader dann auch noch die meiste Lust hat, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Mannschaft oben ist. Sie haben in der Hinrunde ein paar Spiele verloren gegen Gladbach und Leverkusen, wo sie eigentlich besser waren. Sie haben mit Glück gegen Wolfsburg und Freiburg gewonnen, aber es sieht so aus, als wenn sie eine ganz gute Vorbereitung hatten. Der Faktor Thomas Müller, ich habe ihn oft angesprochen, ich glaube, wenn er nicht spielt, kann er zur Belastung für die Kabine werden. Wenn er so spielt wie jetzt, kann er eine ganze Mannschaft auch mitreißen. Ja. Und sind wir aber auch mal ehrlich, die bisherigen Gegner jetzt so zum Rückrundenstart, das war jetzt auch nichts, wo du sagen musst, da haben sie jetzt alles aus den Angeln spielen müssen. Aber das 5-0 gegen Schalke war überzeugend. Sie lassen im Moment nichts anbrennen. Also das ist schon, im Moment sieht das gut aus. Die Nagelproben kommen dann in der Champions League. Wenn dann einer der großen Jungs auf der Bank sitzt, dann kann sich das aufs Binnenklima auswirken. Aber im Moment lässt Flick lange Leine, lässt laufen und das bekommt ihnen gut in Bayern. Ja, also dein Assistent hat ja auch immer gesagt, dass Borussia Mönchengladbach nicht richtig beständig ist, dass sie auch nicht richtig konzentriert sind und dass sie manchmal einfach nochmal, ja, keine Ahnung, dass sie dann hinten raus nochmal einen Treffer kriegen. So ist es wieder passiert. Also in Leipzig, beziehungsweise gegen Leipzig, auch haben sie dann gerade nochmal irgendwie den Ausgleich kassiert. Ist ja irgendwie so ein bisschen das, was Borussia Mönchengladbach seit einiger Zeit auch zeigt. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das ist das, was ich mit der Beständigkeit meine. Da kommst du unter Konzentration, die hochzuhalten. Also dann einfach wirklich so solche Spiele dann nicht zu gewinnen. In Leipzig, ne? Also ich meine, da hier haben wir bis dahin gut gespielt, aber dann kriegen sie noch so ein Ding. Wie siehst du's? Auf der anderen Seite, ja, ich bin ja da sehen wir, haben wir ein bisschen Diskrepanz. Also ich sage nach wie vor 39 Punkten nach 20 Spielen, das ist eigentlich ein Zweierschnitt. Das ist für Borussia Mönchengladbach eine richtig gute Saison. Und man muss auch sagen, ich habe ja immer gesagt, ich finde letztes Jahr unter Hacking, das war völlig okay. Also wenn du siehst, wie Marco Rose in Rekordzeit dieser Mannschaft da einen Stempel aufgedrückt hat, das imponiert mir schon. Und du musst ja auch trotz allem sehen, jetzt hat Leipzig in Frankfurt verloren, aber Leipzig ist zu Hause eine absolute Macht. Die haben so viel Tempo, da sind auch Mannschaften schon unter die Räder gekommen und dann treten die da dermaßen auf. Hast du dieses 1-0 von Gladbach gesehen? Das war ja One-Touch-Fußball wie in den 70er Jahren. Da habe ich ja fast die Inkarnation von Günter Netzer gesehen. So, und dann führen die 2-0, dann weißt du natürlich, 2-0 ist trotzdem immer so ein Ergebnis, wenn dann der Gegner 1 macht. Klar, du weißt auch, die werden jetzt in der Halbzeit nochmal richtig zusammengefaltet und dann fällt dieses das Tor von Sommer, der ja vielleicht im Moment der beste Bundesliga-Torhüter ist, wie der den Ball da auflegt, weil er da über seinen Landsmann, über seinen Rücken drüber steigt, das 1-2. Und dann, da werden wir ja gleich sicherlich noch ein bisschen näher drauf eingehen, über diese gelb-rote Karte gegen Player, dann spielst du nur noch zu 10. Ich glaube, es war schon wichtig für Gladbach, diesen Punkt noch mitzunehmen, weil wenn du so ein Spiel dann ganz aus der Hand gibst, das ist dann schon für die Moral schwierig. Jetzt kommt das emotionsgeladene Derby gegen den starken FC. Wenn du das gewinnst, dann ist alles völlig im Lot für Gladbach. Ich würde sagen, angesichts der Wechselhaftigkeit von Leverkusen und vielleicht auch jetzt nicht so so Schalke haut ab und zu mal einen raus, auch nicht durchgängig. Wenn Gladbach in die Champions League kommt, ich zitiere Max Eberl, ist es für die wie die Champions League und ich war echt beeindruckt am Samstag. Aber die Frage habe ich dir gestellt, wie beurteilst du die gelb-rote Karte für Player? Für Player? Tja, das ist irgendwie... Also ja, ich habe da ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Es ist so, dass ich mir irgendwie denke, der war ja irgendwie schon, korrigier mich, ich habe das Spiel immer nur in Auszügen gesehen, aber Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, da hätte Player noch erhöhen können. Ne? Ganz genau, er hat das 3-0 auf dem Fuß gehabt, ja. Ja, genau. Und dann irgendwie kam der Seitenwechsel und dann ging das Ganze irgendwie... komplett also die Szene, hast du sie vielleicht gerade vor Kopf, der will einen Konter starten und der Sabitzer tritt ihm hinten so ein bisschen auf den Fuß, kann man sicher darüber reden, war das Freistoß oder nicht, und dann beschwert er sich, weil er gar nicht verstehen kann, dass er keinen Freistoß kriegt, für dieses Beschweren kriegt er gelb, das kann ich auch noch nach der verschärften Regel, kann ich das alles noch nachvollziehen. Dann kam es eine abfällige Geste einfach nur, ja, innerhalb von ein paar Sekunden und dann gibt's die Ampelkarte. Genau, und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, der geht schon weg, also der beschwert sich, kriegt gelb, geht weg und macht jetzt aber noch nicht mal so ein, weißt du, wie wenn der jetzt wie so ein Ghetto-Bruder da die Faust so drauf haust, sondern der macht so einfach so eine Bewegung mit der Hand so weg, also noch nicht mehr hämisches Klatschen oder sowas. Und da finde ich, also ich finde die Regelverschärfung richtig gut. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wenn die all den Schiedsrichter bestürmen, obwohl Köln mittlerweile entscheidet, ich finde es
ich finde es absolut unmöglich. Habe eben ja gesagt, in anderen Sportarten gibt es das überhaupt nicht. Aber das war jetzt so eine fließende Bewegung. Ich werde gefoult, kriege keinen Freistoß, mecker und gehe damit so eine Handbewegung weg. Also wenn das gelb-rot ist, das ist dann aber auch nicht mehr der Fußball, den ich meine. Denn dass du Emotionen mal einmal rauslassen kannst, das ist klar. Wenn er jetzt wirklich, es gibt ja Leute, die sagen, er hat wohl Hurensohn gesagt, weiß ich nicht, auf Französisch. Oder wenn du dem praktisch so hämisch hinterherklatschst, dann finde ich gelb-rot berechtigt. Das war für mich zu viel, weil das ist eigentlich eine Handlung von Player. Und wenn du dann so eingreifst. Ich glaube, da hat sich ein Schiedsrichter dann wichtiger, also es ist durch die Regeln gedeckt, aber da finde ich dann oft so, Junge, hast du selber mal auf einem ähnlichen Niveau Fußball gespielt, da kannst du nochmal keine gelb-rote Karte geben. Also so ist es. Ja, so ich sehe es mittlerweile anders. Also ich sehe es einfach grandios irgendwo, es hat eine gewisse Klarheit insofern, als das ist doch klar, dass die Regeln verschärft worden sind. Ist doch klar. Und trotzdem, diese Maulerei geht mir total auf den Sack. Ich meine, es war ja auch so, dass mein dritter Lieblingstrainer in der Liga, Rose, dann hat sich auch noch gelb in der 76. Minute eingehakt. Die waren ja alle auf Zinner, wo ich dann sage, so, Entschuldigung, es ist Fußball, ja, Emotionen, alles gut, aber irgendwann einfach mal die Kresse halten. Weil ich dann denke irgendwie so, ey, das ist doch bekannt. Es ist bekannt, dass die schneller die Karten ziehen. Es ist bekannt, dass man aufhört, andauernd zu lamentieren und dann noch Abfälligkeiten hinterher zu schicken. Da ist dann halt, also ich meine, so ist dann jetzt der Fußball aufgestellt. Man muss das nicht unbedingt mögen. Ich finde es auch nicht cool. Ich finde, es ist auch nicht modern. Aber wenn es denn so ist, dass es... Mike, aber es ist für mich, wenn ich da gerade nur sagen darf, es ist für mich schon ein Unterschied. Also ich nenne da mal das Beispiel letzte Woche. Gräfe zeigt an, Videobeweis, Köln entscheidet. Dann rennt Thomas Müller und zwei Schalker, rennen alle drei wie irre auf den Schiri zu und nölen rum. Die hätte ich alle drei mit Gelb verwarnt. Weil richtig. Es liegt ja auch nicht gar nicht mehr in Gräfes Hand, sondern der Videokeller entscheidet. Nur hier sage ich einfach, ist es dann auch, also über Player habe ich gerade gesprochen, bei Rose musst du dann noch überlegen. Du führst 2-0 in Leipzig, kriegst einen Spieler runtergestellt, was du gar nicht verstehst. Und dann gab es diese Szene mit dem vermeintlichen Ellbogencheck, wo sein Spieler am Boden lag. Da finde ich, ist es dann auch irgendwo normal, dass du als Trainer draußen dich auch mal aufregst. Und wenn sich dann so ein Schiri da vor dem aufbaut und so gestenreich für alle im Stadion und für die Fernsehzuschauer erklärt, so jetzt kriegst du aber auch noch Geld, weil dafür gibt es die Regel. Da bin ich dann aber schon noch ein bisschen beim Trainer, der einfach sagt, okay, ich habe eh schon einen runtergestellt bekommen, jetzt liegt ein anderer da, weil er den Ellbogen an die Schläfe bekommen hat. Also wenn du dann gar nichts mehr sagen darfst, das finde ich dann auch ein bisschen zu wenig, weil dann nimmst du alle Emotionen raus. Nochmal, diese ständige Meckern, diese ständige Theatralik, dieses immer zum Schiri-Rennen, Rudelbildung, alles gelb und wegen mir bei zweimal auch gelb-rot. Aber wenn du gefoult wirst oder dein Spieler liegt verletzt am Boden, und du kannst dazu nichts mehr sagen, dann ist es mir zu viel. Und da musst du einfach auch Grautöne haben. Und ich mache es eigentlich ungern, weil ich oft so auch mit Schiris meine Probleme habe. Aber da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ein Manuel Gräfe, der hat für mich so eine Körpersprache, der wäre da hingegangen, der hätte beim Player gesagt, pass auf, hör mit der Scheiße auf, sonst fliegst du beim nächsten Mal raus. Und der hätte dem Rose erklärt, das war kein Ellbogenschlag, das war eine Laufbewegung und jetzt ist Schluss. Der hat das im Griff, weil er einfach mit den Spielern spricht. Der sieht ganz souverän aus. Da hast du doch das Gefühl, da kannst du mal einen Satz sagen, das gehört auch zum Fußball dazu. Und nicht dieses, ich stelle mich aber jetzt hin und verwarne den mit einer gelben Karte, weil ich habe die DFB-Regeln gelesen. Das ist für mich dann schon ein Unterschied. Kann man so sehen. Also ich finde, ich bin grundsätzlich komplett bei dir, aber ich sage jetzt irgendwie, diese Ampelkarte, speziell diese hier, da hätte er sich besser im Griff halten müssen. Und vor allen Dingen, wenn das stimmt, was du sagst, dass er dann noch irgendwie ein abfälliges Wort hinterhergeschmissen hat, dann ist es auf jeden Fall ganz klar. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist ja dann eigentlich sogar glattrot, wenn du einen so beleidigst. Ich sage einfach nur, es gibt verschiedene Mutmaßungen, angeblichen Lippenleser, was auch immer. Aber der Stieler hat ja gesagt, er hat ihn deshalb runtergestellt wegen der Handbewegung. Also da war ja nichts, da war jetzt nichts anderes. Und ich finde, Gladbach hat bärenstark gespielt. Aus Leipziger Sicht würde ich jetzt darauf natürlich gehen, dass ich sagen würde, ich habe ein 0-2 immerhin aufgeholt gegen so eine tolle Mannschaft. Aber Leipzig muss natürlich schon aufpassen. Morgen DFB-Pokal in Frankfurt. Wir werden ja gleich noch auf den Pokal schauen. Dann am Sonntag bei den Bayern. Also du kannst jetzt relativ schnell in kurzer Zeit relativ viel auch schon verspielen. Und dann, glaube ich, kann es ungemütlich werden in Leipzig. Das ist absolut. Ganz entscheidende Woche auf jeden Fall. Und weil wir gerade oben beim Titelkampf sind, Dortmund 5-0, muss man jetzt aber auch einschätzen. Die hatten bisher Augsburg, Köln und Union, haben aber trotzdem 15 Tore geschossen. Haaland wieder. Ich habe jetzt mal, irgendeiner hat hochgerechnet, man fragt sich ja diese Saison, ob Lewandowski oder Werner die 40-Tore-Marke von Gerd Müller knackt. Jetzt gibt's ja Leute, die rechnen hoch, ob Haaland auch noch 40 Tore schießen kann in den restlichen 14. Wie findest du Haaland? Wie findest du, wie Dortmund auftritt? Und was sagst du zur Verpflichtung von Emre Can,
der ja von Juve kommt und noch diesen Schuss Aggressivität einfach reinbringen soll. Boah, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also ja, ich ja, bin es geht alles um Dortmund, Junge. Lucien Favre sitzt doch immer noch bei dir auf der Couch, wie damals. Der müsste eigentlich jetzt anfangen, das ist ja die Uhrzeit, wo Lucien immer normalerweise klingelt und ein Paket für mich vorbeibringt. Aber genau. Das ist ja heute wieder nicht der Fall, leider. Ich glaube, ich habe ihn jetzt so verkrault. Ich hau ja immer auf Lucien rum. Und nachdem ich die Miniserie gesehen habe, da die Dokumentation Inside Borussia, weiß ich ja Bescheid. Da bin ich ja quasi nicht nur dein Assistent und jemand mit gefährlichem Halbwissen über Borussia Dortmund, sondern ich kann auch wirklich mitreden. Und ich will ja eins sagen, ich glaube immer noch nicht, dass sie Meister werden, weil, also so ein Haaland, ja, der macht jetzt das, was er eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, nur hat er sich wahnsinnig schnell eingegliedert. Ich glaube, so Marco Reus ist da ein bisschen angesickt, irgendwie, dass jetzt irgendwie nur noch, also ja, es geht nur noch um Haaland gefühlt und die Haaland-Show und die Haaland-Trikots und keine Ahnung. Also er macht erstmal das, was er am besten kann, nämlich Tore schießen. Das ist alles gut. Ich glaube, dass ein Can, habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ein Emre Can habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden bei Borussia Dortmund, warum man ihn geholt hat. Verstehe ich. Also ich finde den Kader völlig in Ordnung. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man ihn, warum man einen Emre Can, der für mich noch nie bewiesen hat, dass er jetzt ein Spieler ist, der Borussia Dortmund helfen kann oder auch der Nationalmannschaft nicht helfen kann. Also ich habe ihn bisher noch nicht so gesehen, dass man jetzt sagen könnte, oh, wow, was für eine Verpflichtung. Also mir fehlt jetzt erstmal einfach die Grundlage. Warum hat man das getan? Warum hat man sich da verstärkt? Und mit ihm vor allen Dingen. Erschließt sich mir nicht so richtig. Was ich aber gut finde, ist, dass sie im Moment überhaupt gar keine Schwäche zeigen. Also sie spielen das Ganze recht klar. Sie sind sich recht klar. Sie sind klar in den Aussagen auf dem Platz. Union Berlin 5-0 zu schlagen, ist musst du auch erstmal machen. Also ich finde, das waren wahrscheinlich auch irgendwie zwei Tore zu viel am Ende des Tages. Aber ich finde, es ist gerechtfertigt. Und der akribische Arbeiter Lucien Favre hat jetzt das gemacht, was er am besten kann. Er hat einfach die Struktur in die Mannschaft gebracht. Er hat mit Haaland einfach jetzt mal einen Spieler gekauft, der dem Ganzen noch ein bisschen mehr Qualität gibt, wie man sieht. Die Torgefährlichkeit, erinnerst dich, hat er immer moniert. Das war immer sein Thema. Jetzt hat er einen Glücksgriff gemacht und hat auch sich auch gewusst, wen er da holt. Jetzt hat er sehr strategisch diese Lücke ausgefüllt und es funktioniert. Weil der Rest der Mannschaft war ja nicht schlecht, sondern es haben einfach immer in der Vergangenheit einfach die Tore vorne gefehlt. Das funktioniert jetzt und insofern ist das die logische Konsequenz und jetzt sind sie ja einfach drei Punkte noch von den Bayern weg. Das wird aber auch bestimmt so bleiben. Wie siehst du es? Ja, also erstmal muss man sagen, kann man sich aus Dortmunds Sicht ja umso mehr ärgern über die 5 Punkte vor Weihnachten, die man liegen gelassen hat, nach 2-0-Führung gegen Leipzig und völlig überflüssig in Hoffenheim, sonst wäre man Tabellenführer. Zum Zweiten finde ich, dass die Statik bei Borussia Dortmund sich komplett verändert hat. Du hattest vorher Alcacer, 37 Spiele, 23 Tore, der hat auch geliefert, aber Haaland ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Den kannst du von der Mittellinie aus schicken, der kann dribbeln, der ist kopfballstark. Also ich habe körperlich auch sowas noch nie gesehen. Also normal ist ein Spieler mit der Größe, hat eine viel langsamere Übersetzung, also wie schnell der auch ist, wie stabil der ist mit seinen 19 Jahren körperlich. Alcacer war ein reiner Abschlussspieler und du hattest dann auch keine Tiefe in deinem Angriffsspiel drin. Also da hat Michael Zorc vor allen Dingen einen Riesenjob gemacht, den nach Dortmund zu locken, obwohl halb Europa hinter ihm her war. So, das Zweite, Marco Reus, du sprichst an, dass er sich am Wochenende da so ein bisschen geärgert hat, als er ausgewechselt wurde. Ich glaube nicht, dass Reus sauer auf Haaland ist. Also da ist Reus nicht der Charakter zu, das ist schon ein Mannschaftsspieler, was der schon in seiner Karriere alles weggesteckt hat. Da kann der auch einen Hype um Haaland wegstecken. Der war einfach sauer, dass er nicht weiter mitkicken konnte, weil der wollte sicher noch ein Tor schießen. Darf man auch alles nicht so ernst nehmen. Also wenn sich ein Spieler nicht mehr ärgert, wenn er ausgewechselt wird, dann läuft auch was falsch. Und Can, ich bin in einem Punkt bei dir. Diese großen Lobeshymnen, die es immer über ihn gab, ein Freund, mein Kollege, schwärmt ja auch immer von ihm. Der hatte ihn in der Jugendnationalmannschaft. Er hat große Clubs gehabt, die Bayern, Leverkusen, Liverpool, Juventus. Aber so richtig nachhaltig durchgesetzt hat er sich meiner Meinung nach bislang noch nirgendwo. Also so, dass du sagst, er hat einen Stempel aufgedrückt, auch in der Nationalmannschaft. Was er aber hat, ist eine gewisse Grundaggressivität in seinem Spiel. Sein Anspruch ist, immer Leader zu sein. Das konnte er bisher nicht immer ausfüllen. Aber was mir gut gefällt, und deshalb passt er schon in die Dortmunder Mannschaft, finde ich, du hattest bisher außer Witzel und mit Abstrichen Delaney, der aber verletzt ist und bei Favre nicht gesetzt ist, hattest du niemanden im Mittelfeld, der auch mal richtig dazwischen knallt. Wenn du merkst, du führst 2-0, 2-1, jetzt gibt's Larifari hier von den Supertechniker vorne, einer, der die auch mal richtig zusammenscheißt, der ordnet, du bist nicht richtig beim Mann, der das Zentrum dicht macht, der auch mal eine gelbe Karte sich abholt, weil er mal einen umsenzt, weil es ein taktisches Foul war. Und das sind alles Sachen, die Can einbringen kann.
Von daher finde ich das für die Statik der Mannschaft gut. Einzige Problemzone könnte jetzt vielleicht noch sein, dass sie manchmal nach hinten insgesamt, also Can hat nicht so viel Tempo, Hummels hat auch nicht so viel Tempo, Akanji, wenn er spielt, ist immer mal für einen Fehler gut. Da ist die Frage, ob du durch die Mitte anfällig bist, aber insgesamt ja. ist der Kader jetzt richtig ausgewogen, der ist bärenstark. Die Bayern sind noch einen Tick darüber, aber ich glaube, dass Dortmund lange dranbleiben kann. Wenn du jetzt in Leverkusen gewinnst, dann hast du einfach einen sagenhaften Lauf. Dann hast du 4 Dinge am Stück gewonnen. Dann kommen noch die großen Spiele in der Champions League. Haaland funktioniert. Wenn du verlierst und die Bayern gewinnen zu Hause gegen Leipzig, dann sind schon 6 Punkte. Das wäre dann ein Brett. Also Samstag Leverkusen wird ein absolutes Schlüsselspiel für Borussia Dortmund. Ja, aber eines ist doch vielleicht nicht, noch ein bisschen, also lass uns da kurz noch drüber sprechen. Also es ist ja so, dass die Rolle von Can soll die sein von Weigl, also als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja, genau, das habe ich ja gerade gesagt. Genau. So, aber da ist doch die Frage, warte mal, also fandst du, dass Julian Weigl das schlecht gemacht hat? Ich fand nicht. Julian Weigl hat es nicht schlecht gemacht, aber Julian Weigl hat es auch nicht so überragend gemacht. Das muss man ja sagen. Wir reden hier von dem höchsten Anspruch. Du willst deutscher Meister werden, du willst vor den Bayern sein. Und Weigl hat auch kein Tempo. Das ist ein Problem. Ich mag dessen Spielintelligenz. Der hat zum Beispiel im System von Thomas Tuchel, dass er ja fast noch offensiver war, der war eine Passmaschine, der keinen Ball irgendwie vergibt. Aber Tempo ist im modernen Fußball eigentlich das Kriterium. Auf der 6 und als Innenverteidiger kannst du es manchmal kaschieren, aber wenn du so offensiv ausgerichtet bist wie Borussia Dortmund, dann brauchst du auf der 6 jemanden, der entweder so robust ist oder so schnell ist, dass er alles im Keim ersticken kann. Und Weigl ist nicht der typische Zweikämpfer, obwohl das teilweise sogar in der Innenverteidigung gut gemacht hat, weil er sehr spielintelligent ist, aber er hat letztlich nicht die Härte und nicht das Tempo, allein auf der 6 das Ding zu machen. Da hat Can meiner Meinung nach mehr Härte. Die Frage ist, wie teuer er war. Das weiß ja keiner. Angeblich habe ich irgendwo gelesen, er hat bei Juve 14 Millionen verdient. Das ist ja unfassbar. Also manchmal frage ich mich dann wirklich, also für mich ist Can kein Weltklasse-Spieler. Er hat angeblich auch viel Geld verzichtet bei Borussia Dortmund. Aber so als Typ von der Mentalität, Weigl ist ja auch kein Lautsprecher, glaube ich schon, dass sie sich verbessert haben auf dem Ding. Mhm. Deshalb deine Frage, ja, Weigl weg, Can dazu, finde ich ein sinnvolles Geschäft von Borussia Dortmund. Das ist ein der Trainer von Juventus Turin, der hat ja, du findest es nicht schade, dass Can nee. Geht, weil er sich einfach auch nicht integriert hat in das Spiel und in die Abläufe, das hat irgendwie nicht gepasst, meinte er. Und da gäbe es immer so ein bisschen Schwund und wäre normal, als er kam, gab es 27 Spieler und keine Wünsche und dann hat er versucht, mit der Gruppe zu arbeiten und dann war halt Can dabei, der irgendwie, ja, da Probleme hatte mit dem Stil. Gut, der war ja auch gar nicht nominiert für die Champions League, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Er wollte eigentlich weg, dann haben sie gesagt, bleib hier, war nicht auf dieser Liste drauf. Also Juve und Can, das war definitiv keine Erfolgsgeschichte, das braucht man nicht zu sagen. Lass uns nach ganz unten gucken und einmal zwei Dinge, die wirklich dramatisch sind, finde ich. Also einmal ist es um Werder Bremen ja jetzt wirklich richtig zappenduster. Ne? Also da kann ich mir nicht vorstellen, also du bist ja da, du sagst ja ganz klar, nee, also so ein Kofeld, der wird bleiben. Ich sag jetzt, muss da mal irgendwas passieren. Also wenn Werder jetzt wirklich noch ernsthaft in der ersten Bundesliga bleiben will, dann muss jetzt was passieren, oder nicht? Also spätestens jetzt. Das, was du sagst und zitierst, dazu stehe ich. Ich glaube nicht, dass sie ihn rauswerfen, also bislang nicht. Aber ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Also ich finde, Werder spielt eine so desolate Saison, Wahnsinn. Dass man auch nicht immer sagen kann, ja, da kann der Trainer nichts dafür. Also bei Werder ist es ja so, wenn du fragst, warum sind denn die gerade so schlecht, dann heißt es immer, ja, wahnsinnig viele Verletzte, am Anfang die Chancen nicht genutzt, gute Spielanlage nicht belohnt. Ach, jetzt stehen wir plötzlich um Abstiegsplatz. Also so kann man es meiner Meinung nach auch nicht sagen. Wenn du noch 20 Spielen, 17 Punkte hast, dann ist natürlich der Trainer mitverantwortlich. Das ist doch gar keine Frage. Und was besorgniserregend ist, meiner Meinung nach, ist, in der Winterpause haben sie gesagt, wir haben nicht voll auf Intensität trainiert, weil wir Angst haben vor neuen Verletzungen. Das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du mit halber Kraft eine Vorbereitung machst. Das ist das Erste. Das Zweite, er versucht ja unheimlich viel, Kofeld. Er hat die Abwehr umgestellt von Viererkette auf Dreierkette, hat Vogt dazu bekommen, der das eigentlich gut spielen kann aus Hoffenheim. Der hat den entscheidenden Fehler jetzt gemacht gegen Augsburg. Dann haben sie sich vorne mit Davy Selke verstärkt, weil sie gesagt haben, wir brauchen mehr Durchschlagskraft. Wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, 18 Spiele in Berlin, ein Tor gemacht. Ist für mich nicht der klassische Torjäger. Man hat Spieler wie Klaassen völlig überschätzt. Pavlenka ist in einer Formkrise. Bittencourt habe ich mich schon drüber ausgelassen. Kannst im Abstiegskampf nichts mit gewinnen. Osako nicht. Keine Führungsspieler. Keinen wie Kruse, der mal eine große Fresse hat, dann aber auch diesen Druck standhält. So, und jetzt hast du eine Mannschaft, die von sich selber sagt, wir spielen Fußball und die soll im Abstiegskampf bestehen. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht so gut besetzt, dass sie jetzt mal am Stück 3 oder 4 Spiele gewinnt und dann unten weggeht. Und wenn ich dann alles zusammenfasse,
Zielsetzung, Kaderzusammensetzung und was ich aus dem Kader raushole, bin ich dann irgendwann noch bei Baumann und Kohfeldt. Und ich glaube, wenn sie am Samstag gegen Union Berlin verlieren zu Hause, das ist ja ein Spiel, wo jetzt alle denken, okay, das gewinnen wir und dann haben wir wieder den Anschluss. Wenn sie verlieren, dann würde ich nicht darauf wetten, dass Kohfeldt am Montag noch Trainer ist. Ich weiß auch nicht, ob er dann irgendwann selber auch zurücktreten würde. Aber bei allem, er ist ein sehr sympathischer Typ, er ist sehr eloquent und er kann Fußball gut erklären. Aber wenn du nach 20 Spielen 17 Punkte hast, dann will ich keine Erklärungen mehr, sondern ich will endlich mal sehen, also wenn ich jetzt Werder-Fan wäre, dann würde ich jetzt gerne mal sehen, dass meine Mannschaft irgendwann mal gewinnt. Denn du kannst es so schön verpacken, wie du willst. Das ist knallharter Abstiegskampf. Für mich sind zwei Mannschaften, die absteigen, das sind Paderborn und Düsseldorf. Und den Relegationsplatz machen Bremen oder Mainz unter sich aus. Das ist meine Meinung. Also es ist eine Minute vor 12 an der Weser. Baumann sagt ja auch, dass die Lage dramatisch ist und dass gegen Union Berlin, da ist es sich sehr klar, nur ein Sieg zählt, egal wie. Und vorher noch schön dann auch noch DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Nicht unbedingt ein einfaches Programm. Das ist jetzt eigentlich kein Highlight der DFB-Pokal, sondern das ist eigentlich eher ein Störfaktor. Ja, total, absolut, total. Aber ist es nicht so, also die Stimmen gibt's ja rund um den Verein, dass er die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht in der Kabine. Also so ein Osako auf jeden Fall weg irgendwie, der ist total in der Versenkung verschwunden. Auch was man so hört, zumindest mal, habe ich jetzt mal mit einem Kollegen gesprochen, da gibt es wohl einige in der Kabine, die ihm überhaupt nicht mehr zuhören wollen und auch gar keinen Bock mehr haben. Er behauptet das Gegenteil. Was ist denn wahr? Weißt du was? Also das, was ich höre, ist, dass der Rückhalt in der Kabine schon noch relativ groß ist. Sie haben halt nicht so viele Führungsspieler. Ich meine, dass vielleicht ein Osako schlechtes Gefühl hat, weil er nicht spielt, das kann ja sein, aber Osako ist ja kein Führungsspieler. Du hast Führungsspieler, die im Moment sehr viel mit sich selbst zu tun haben, wie Moisander, wie Klaasen, wie Eggestein, und von denen höre ich nur, dass sie nach wie vor auch zum Trainer stehen, dass sie mit dem unten raus wollen. Auch ein Vogt, den hat er ja geholt vom Abstellgleis in Hoffenheim. Mhm. Also das sehe ich nicht als das Problem. Ich habe das Gefühl, sie haben zu lange die Realität verleugnet und jetzt finden sie irgendwie überhaupt gar keinen Knopf, im Abstiegskampf erfolgreich zu sein in dem Modus. Und immer dieses, unsere Mannschaft ist zu gut und es sind noch so viele Spiele. Du startest mit einem 1-0 in Düsseldorf in die Rückrunde und es setzt gar nichts frei. Also das ist schon, also Union Berlin ist definitiv ein Schlüsselspiel. Wenn du das nicht gewinnst, dann glaube ich fast, dass du auch an den Trainer rangehen musst, weil du kannst ja nicht sehenden Auges absteigen. Also das wird nicht funktionieren. Gut. Dann lass uns gucken, Paderborn ist weg, ne? Paderborn ist jetzt durch, oder? Nö. Paderborn hat mir wieder Spaß gemacht gestern. Blöde rote Karte. Nach wie vor, die gewinnen ja auch auswärts ab und zu mal ein Spiel. Ich glaube, dass es letztlich dann doch nicht reicht über 34 Spiele. Deshalb sage ich auch, sie steigen ab. Ich finde nach wie vor, mir macht das Riesenspaß, denen zuzugucken. Das ist auch zum Beispiel viel attraktiver als das, was Union Berlin spielt. Aber Union wird, glaube ich, drin bleiben und Paderborn wird absteigen. Trotzdem war es das noch nicht. Dafür, guck mal, die sind 3 Punkte hinterm rettenden Ufer. Also da zu sagen, das war's. Ich glaube, dass sie absteigen, aber mir gefällt es einfach, wie sie es machen. Einfach nach vorne, Baumgart, geiler Typ. Also finde ich schön, wenn eine Mannschaft nicht ihre Identität verleugnet. Also für mich eine Bereicherung für die Bundesliga. Aber mich würde mal interessieren, wie du es denn siehst, dass Fortuna Düsseldorf, die für mich auch als Kader echt schlecht besetzt sind, da hat Pfannenstiel meiner Meinung nach nicht gut gearbeitet. Wie siehst du denn die Entlassung von Friedhelm Funkel? Liegt jetzt 5 Tage zurück, aber Vertrag wird verlängert für die erste Liga am letzten Hinrundenspieltag. Dann wird er am Dienstag auf der eigenen Homepage abgefeiert als Trainer oder als Düsseldorfer des Jahres. Und morgens um 9, wir haben uns getrennt. Ich würde sagen, medientechnisch und verkaufsmäßig ein Desaster. Was sagt der PR-Profi? Totales Desaster natürlich. Aber es ist auch irgendwie so, dass man dann auch sagen muss, das ist dann irgendwie auch so typisch Düsseldorf, ne? Also das reicht eben nicht aus, wenn du die toten Hosen immer im Hintergrund hast, die dann irgendwann anfangen zu brüllen und sich dahinter zu stellen, hinter den Verein und so weiter, und dann die PR-Arbeit machen für etwas, was vorher dann irgendwie versaut wurde. Und hier ist es halt auch wieder so. Es ist ein Friedhelm Funkel auf diese Art und Weise zu entlassen, ist halt einfach auch nicht würdig. Muss aber auch sagen, dass ein Friedhelm Funkel, dass er sich das nochmal gegeben hätte, da bin ich ja komplett bei dir, hätte einfach nach der letzten Saison sagen müssen, vielen Dank, Ruhestand, ich habe jetzt hier alles gerissen, ich habe eine tolle Historie hingelegt, mit kurzer Historie mit Fortuna Düsseldorf, habe denen sehr geholfen, habe nochmal gezeigt, dass ich es kann, und dann tritt man ab. Aber er konnte halt nicht loslassen, haben wir das letzte Mal auch schon von gesprochen. Das ist das eine, das kann ich auch irgendwo verstehen, weil es menschlich ist. Was dann aber passiert ist, natürlich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein Pfannenstiel muss wahrscheinlich auch im Hintergrund schon einen neuen Trainer irgendwie im Blick haben, falls das Ganze dann doch schief geht mit Friedhelm Funkel.
Aber so wie das gelaufen ist, auch kommunikativ, dass man sich dann noch hinter den Trainer stellt und dann kommt man aber auch schon mit dem nächsten Trainer um die Ecke, das ist alles und hat vorher, kurz vorher mit ihm unterschrieben. Es kostet Geld, es kostet Vertrauen, es kostet eine gewisse Form von Unwürdigkeit, was den Trainer angeht. Man macht sich selbst unglaubwürdig, man entzaubert sich selber, weil man selber irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, in Form von Pfannenstiel, so wie du es gesagt hast, dass er einen richtigen Kader dahin stellt. Also womit sollte Friedhelm Funkel denn dealen am Ende des Tages? Also dass die Waffen waren ja sehr stumpf. Und wenn du dann, zu dem Zeitpunkt, also den Zeitpunkt habe ich nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden. Also sagen wir mal so, es gibt, du hast ganz viele Sachen schon völlig richtig gesagt. Ich glaube, eins müssen wir noch draufsetzen. Friedhelm Funkel hat dieses Jahr aus diesem Kader vielleicht nicht das Optimale rausgeholt. Das sah teilweise wirklich nicht gut aus. Ich glaube, ich kenne ihn eigentlich ziemlich gut und ich mag ihn total gerne, Friedhelm Funkel. Und ich finde es irgendwie auch schade, dass es schon ein Stück Bundesliga das geht. Echt ein authentischer, ehrlicher, ganz feiner Typ. Aber er hat natürlich so auch im letzten Jahr ist er fast auch so ein bisschen auf so einer Wolke geschwebt. Er wurde zu allem befragt, er galt so als der Elder Statesman. Und ich glaube, das Problem ist, dass das in Düsseldorf vielen nicht gefallen hat. Das ist halt eine Stadt voller Eitelkeiten. Du hast Profilneurotiker sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat, die alle so ein bisschen auf Yuppie schnell und cool machen und sowas, vom Fußball aber keine Ahnung haben. Und dann hast du Lutz Pfannenstiel. Also ganz ehrlich, der erzählt immer von seiner Vita, von 6 Erdteilen und sowas. Aber der Kader, den er da hingestellt hat, der ist einfach nicht gut. Punkt aus. Und ich glaube, Funkel hat lange gedacht, das werden sie nicht machen an mir vorbei gegen die Fans. Ich finde, nach der Bilanz, nach 19 Spielen, darfst du einen Trainer in Frage stellen. Das ist gar keine Frage. Aber wie du sagst, das Ding mit Rösler war ja so lustig, mit Uwe Rösler, dem neuen Trainer. Der wurde gefragt, wann war denn der erste Kontakt hergestellt? Dann hat der gesagt, letzten Montag. Also schon vor dem Leverkusen-Spiel. Ja, und nach meinen Informationen gab es diesen Kontakt schon vor der Winterpause. Wäre es beim 1-1 geblieben von Düsseldorf gegen Union Berlin, dann wäre Friedhelm Funkel schon in der Winterpause entlassen worden. So hat dann Erik Tommy mit seinem Schuss in der 92. Minute Friedhelm Funkel noch irgendwie 6 Wochen den Job gerettet. Ich finde, es ist schon Aufgabe, nach Alternativen sich umzuschauen. Aber das Ding scheint mir nicht sauber gelaufen zu sein. Ich glaube auch, ein Pfannenstiel hätte zu einem Funkel gehen können und hätte dem gesagt, pass mal auf, wir stärken dir bis zum Schluss den Rücken, aber wenn du nicht in den ersten beiden Spielen irgendeins gewinnst, dann müssen wir halt handeln. Ich glaube, so hätte man mit ihm auch reden können. Und kommunikationstechnisch ist es natürlich ein Volldesaster und ich bleibe dabei. Sie haben am Samstag gut gespielt eigentlich, aber wenn du selbst solche Spiele nicht gewinnst, ich fand es dann auch so ein bisschen, mir ging das Herz auf, hat der neue Trainer gesagt. Noch nie hat eine Mannschaft so schnell meine Idee adaptiert. Nach 2 Trainingseinheiten, wenn ich sowas schon höre, dann... Ja, das ist wirklich irgendwie, das ist räudig. Das ist mir irgendwie so auch zu klischeehaft irgendwie. Fakt ist, ich bin der Meinung, ich hätte Düsseldorf gerne weiterhin in der Bundesliga. Ich finde, das ist gutes Publikum, guter Standort, aber das wird nicht reichen am Ende der Saison. Vor allen Dingen hätten wir einen Karnevalsverein mehr in der Region mit Fortuna Düsseldorf. Das finde ich auch ganz gut. Also wenn vor allem diese Karnevalsduelle zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf finde ich immer sehr witzig. Lass uns doch vielleicht beim Thema Karneval 1. FC Köln mal ganz kurz in die Werbung gehen. Wir haben nicht nur Eier. Wir brauchen nicht nur Eier, sondern wir brauchen auch viel mehr Karnevalskostüme, Thomas. Wie siehst du es? Ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube, im Gegensatz zu dir bin ich ja wirklich ein riesen Karnevalsjack. Und das Problem ist immer, früher habe ich immer, weißt du, ich bin jahrelang gegangen, kennst du noch diese weiße Uniform von Richard Gere, Offizier und Gentleman? Ja, das kommt ganz gut an. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen wechseln. Und da sind wir natürlich hier in Köln an der absolut richtigen Adresse. Und deshalb sagen wir einfach auch, dass jetzt unsere FC-Ecke präsentiert wird von Deiters, Deutschlands größtem Kostümausstatter. Unter dem Motto, sei wer du willst, gibt's das Ganze 31 Mal in Deutschland. Nachgucken, Wunschkostüm auf deiters.de. Einfach mal sehen. Ich weiß auch, dass die Besitzer ganz große FC-Fans sind. Mittlerweile gibt es ja eine eigene Karnevalskollektion des 1. FC Köln und übrigens auch von Borussia Dortmund. Also ist sehr begehrt. Wenn wir den FC jetzt einfach auch mal beleuchten, dann muss man sagen, 5 Siege aus den letzten 6 Spielen. Ich habe es ja teilweise auch in der Vorrunde belächelt. Ich ziehe alle meine Hüte. Das weiße Ballett tanzt auf und ich glaube, die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Erstaunlich.
Das war wirklich ein eindrucksvolles Ding, finde ich. Also 4-0 muss man tatsächlich wirklich auch gegen den SC Freiburg erstmal machen. So in den ersten Minuten habe ich gedacht, weiß nicht, wie es dir ging, aber da dachte ich mir so, wow. Da war Freiburg deutlich besser, schneller im Spiel, so die erste Viertelstunde. Und dann war das aber auch erledigt. Also ich hatte zu keiner Zeit irgendwie den Eindruck, dass das nochmal schief geht. Und es scheint auch so dieser Mix, den Gisdol jetzt gefunden hat zwischen etablierten und jungen Spielern, das scheint ganz gut gewesen zu sein. Am Katterbach natürlich am Anfang einen katastrophalen Fehler gemacht. Das war alles noch unsicher. Da war, glaube ich, war noch nicht so richtig drin im Spiel. Ja, aber dann mit dem richtigen Kostüm an hat es funktioniert. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Markus Gisdol ja insgesamt auf seinen bisherigen Stationen kritisch, bleibe ich auch bei. Aber eins kann er schon, glaube ich, Retter und Stellschraubendrehen in der Mannschaft. Er hat die Hierarchie verändert. Er hat junge Leute reingebracht. Das ist gut. Die Mannschaft wirkt fit. Sie hat im Moment auch das Spielglück, sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Freiburg hat der Gegner große Chancen am Anfang liegen lassen. Der FC macht dann gefühlt die erste Chance. Sie haben auch, wie gesagt, Glück, meiner Meinung nach im Moment die ein oder andere Entscheidung, die durchaus auch gegen den FC mit dem Videobeweis hätte sein können. Beim Stand von 1-0 Eziboué, da kann es auch Elfmeter geben. Letztlich war der Sieg aber trotzdem hoch verdient. Und sie haben vor allen Dingen auch so eine Heimstärke. Das ist sehr wichtig. Das war jetzt der vierte Heimsieg in Folge. Und wenn du zu Hause so gut bist, dann wird sich das letztlich bezahlt machen. Córdoba liefert, muss man auch sagen, das ist top. Also ich glaube, der FC ist selbst nicht chancenlos im Derby, wobei ich sagen würde, Gladbach ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dann kommen die Bayern, dann geht's zu Hertha und dann kommt Schalke. Das ist ein anspruchsvolles Programm. Aber ich glaube, du brauchst auch keine 40 Punkte, du brauchst 35 Punkte, um dich zu retten. Und diese 12 Punkte wird der FC meiner Meinung nach noch zu Hause holen. Und wir wollen ja auch unsere Hörer immer so ein bisschen einbinden. Und ja, deshalb, Mike, ich habe dir ja schon eine zurücklegen lassen. wir verlosen in der heutigen Folge jeweils eine Karnevalskollektion, einmal vom 1. FC Köln und einmal von Borussia Dortmund. Das Einzige, was man machen muss, man schreibt, hey, ich möchte so gut aussehen wie Mike Leis oder ich möchte auch sowas haben. Und das auf unserer Internetseite. Und du darfst jetzt einfach nochmal sagen, wo man sich da hinwenden muss, lieber Mike. Einfach relativ, total easy. Eier, wir brauchen eier.de, also immer mit einem Bindestrich unterstrichen, getrennt eier-wir-brauchen-eier.de. Und da einfach eine Nachricht schreiben und dann entweder so gut aussehen wie der Geysir aus der Eifel, Thomas Wagner. Also ich bin sehr immer noch fasziniert von deiner offiziellen Gentleman-Uniform. Aber das ist wirklich. Gibt's da auch so ein Bild? Ja, so ein Bild, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Also holt euch einfach das Outfit. Meins wird. Ich werde mir meins noch aussuchen bei Datis. Ganz genau. Sei, wer du willst. Verkleidung von der Nummer 1. Deutschlands größte Kostümauswahl. 31 Mal in Deutschland und auf datis.de. Gerade von einem Karneval in den nächsten kommen wir rein. Also es hört gar nicht mehr auf. Alois Schwarz vom KSC, der Trainer ist entlassen worden. Ganz aktuell. Hast du da eine Info, wie es da, also war, erstens warum und B, wie das gelaufen ist? Das ist ja dann doch schon überraschend vielleicht da. Ja, schon. Also er ist ja gekommen vor über 2 Jahren, als der KSC damals als Absteiger katastrophal in Liga 3 gestartet ist. Er hat dann über 2 Jahre einen 2-Punkte-Schnitt mit dem KSC in Liga 3 geholt, hat sie sehr souverän im letzten Jahr zum Aufstieg geführt. Also das steht auf jeden Fall mal auf der Habenseite. Jetzt ist es so, dass man bei Alois Schwarz immer so gesagt hat, er ist so ein Verfechter vom Defensivfußball. Das war damals in Sandhausen so, in Nürnberg, da hat er gar nicht schlecht gearbeitet, da hieß es aber zu wenig attraktiv. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle und da sehen wir, dass der KSC auf einem direkten Abstiegsplatz steht, schon vor dem Spiel heute Abend Bochum gegen den HSV mit 20 Punkten in 20 Spielen. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig und vor allen Dingen, glaube ich, was ihnen Sorgen macht, ist, dass du nach vorne relativ wenig an spielerischer Substanz siehst. Also meistens versuchen sie hinten gut zu stehen, wobei Pissot und Gordon sind schon auch nicht mehr die allerschnellsten. Dann gibt es einen langen Hafer nach vorne und da soll dann Hofmann was machen. Poiré, der Torjäger des letzten Jahres, ist weg nach Braunschweig. Also ich kann diese Trainerentlassung verstehen, weil die Tendenz von den Ergebnissen und von der Leistung schlechter wird. Es übernimmt erst einmal sein Co-Trainer Christian Eichner und
Ich habe gerade eben gelesen, dass Alois Schwarz gesagt hat, ich denke, wir können stolz sein auf das, was wir 2,5 Jahre geleistet haben. Und ich werde immer Fan des KSC bleiben. Also ich glaube, die gehen im Guten auseinander. Das ist mal eine Trainerentlassung, die kann ich auch nachvollziehen. Bin mal gespannt, wer neuer Trainer wird. Aber klar ist auch, Dresden hat sich verstärkt unten. Nürnberg, denkt man eigentlich, die haben zu viel Substanz, Bochum vielleicht auch. Das wird schwer für den KSC bis zum Ende. Du hast ja auch ein Herz für die Blau-Weißen. Aber wenn nicht die große, starke Traditionsmarke Hannover 96 ins Gras beißt, dann wird es knapp für den KSC. Vielleicht noch wehen mit in der Verlosung, aber das ist eng in der zweiten Liga. Du, also ich bin mal gespannt. Ich meine, der HSV muss ja auch erstmal noch in die Relegation, so wie es im Moment gerade aussieht, mit Tabellenplatz 3. Heute Abend noch das Spiel in Bochum, ja? Ja, das stimmt, aber man hat sich ja nicht rühmlich geschlagen, muss man sagen. Jetzt, ja, ne? Gut, das 4-1 gegen Nürnberg, das sah nach vorne schon richtig gut aus. Also vielen Dank nochmal, dass Louis Schaub zu uns gekommen ist. Also, dass der FC gibt, das verstehe ich bis heute nicht, aber mir soll es recht sein. Ja, gut. Also die zweite Liga wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen, auch mit den Relegationsplätzen. Ich würde es immer noch feiern, ehrlich gesagt. Köln gegen den HSV in der Relegation. Nee, der FC hat mit Relegation nichts mehr zu tun. Okay. Dann, aber sag mal ganz kurz was anderes. Wir haben ja diese Woche DFB-Pokalwoche. Und jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen alle mal ihre Tippzettel raus, weil es spricht das Orakel von der Worterkant. Mike Gleis sagt uns jetzt die Ergebnisse und ihr könnt einfach tippen, könnt ihr nicht nur eine FC- oder Dortmund-Kollektion gewinnen, sondern auch richtig viel Asche. Also, Frankfurt gegen Leipzig, morgen 18.30 Uhr in der Commerzbank Arena. Frankfurt gegen Leipzig wird ein 2-1. Für die Eintracht? Für die Eintracht. Okay, ich sage Leipzig gewinnt. Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf. Das wird ein 3-1 für den FCK. Bin ich auch der Meinung. Der Betze wird beben. Schalke, ja, voll. Schalke gegen Hertha BSC Berlin? Das wird ein 1-2. Hertha gewinnt? Ja, Hertha gewinnt morgen. Okay, ich sage Schalke gewinnt 1-0. Übrigens, Big City Club, die haben ja eingekauft wie die Wahnsinnigen. Das werden wir nächste Woche auch mal ein bisschen beleuchten. Aber der Fußball, den Hertha BSC spielt, da muss der echt Schmerzensgeld für bekommen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist nicht mittleres Regal, das ist unterstes Regal. Da bin ich echt auf Zinne. Bremen gegen Dortmund, ich sage klare 2, also Dortmund gewinnt. Oh. Ja, es wird, also Dortmund wird gewinnen, aber knapp. Also ich sag 1-2. Leverkusen gegen Stuttgart, damit sind wir beim Mittwoch, sage ich klarer Heimsieg für die Mannschaft vom Bayerkreuz. Das wird nicht funktionieren. Das wird ein 1-3 werden für den VfB. Okay. Dann haben wir Ferl gegen Union Berlin. Da sage ich, Ferl setzt sich durch. Union, spielerisch ist das nicht so viel. Nein, weil du musst ja diesen Gegner ausspielen. Und Union, das ist Zweikampfstärke, Mentalität und lange Bälle. Aber ich sage, Ferl gewinnt das. Ah, okay. Nee, das wird eine ganz klare 3-0-Geschichte. Also 0-3. Okay. Bayern gegen Hoffenheim. In der Form, die die Bayern im Moment haben, glaube ich nicht, dass Hoffenheim da nochmal gewinnt. Was sagst du? Das wird ein 3-1. Und der erste FC Saarbrücken gegen den KSC, das ist ja für dich so praktisch so, das ist ja fast Heimatgefühle, die da bei dir aufkommen. Ich sage, das geht ins Elfmeterschießen und der KSC kommt weiter. Das gibt klare 3-1, 3-1 Klatsche für Saarbrücken. Du kannst es einfach, du kannst es einfach. Was sagst du? Wie siehst du es? Ich habe ja gesagt, Elfmeterschießen und der KSC wird im Elfmeterschießen gewinnen. Spiel findet ja im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen statt, weil das Stadion des 1. FC Saarbrücken, glaube ich, seit 3 Jahren umgebaut wird. Das ist Wahnsinn. In Völklingen? Wann warst du das letzte Mal in Völklingen eigentlich? Ich war noch nie in Völklingen, obwohl ich kenne den Verein Röschling-Völklingen, zweite Liga damals, Weltkulturerbe, die Hütte Völklingen. Und ich habe am Freitag Dirk Lottner getroffen, hier in Köln. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man den rausgeworfen hat. Zweimal Vizemeister geworden, ist Tabellenführer im Pokal, das Weiße Ballett eliminiert, aber da haben sie in Saarbrücken so ein bisschen die Nerven verloren und weil sie in diesem Jahr unbedingt aufsteigen wollen. Lotte, guter Typ, könnte ich mir auch vorstellen, dass der bald irgendwo in Liga 3 irgendwo als Trainer auftaucht. So, das ist doch schon mal ganz gut. Ich habe noch einen kleinen Schmankerl für hinten raus. Ah, wie schön, ich freue mich da drauf immer. Und das ist wirklich etwas, was ich wirklich feiere. Ohne Ende feiere. Lass uns gucken in die vierte Liga. Und du weißt, da gibt es einen Verein, den ich sehr, sehr gerne mag. Und da gab es einen
ein Duell der ganz besonderen Sorte. Ja. Dein Lieblings-Ex-Trainer, Titz. Auch mein Lieblingsverein in der vierten Liga neben Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen. Ich würde mir so wünschen, dass die hochkommen, aber ja. Ja, da hat ein wirklich sehr guter junger Geschäftsführer des SV Rödinghausen, meine Damen und Herren, Alexander Müller und seine Mannschaft und sein Trainer haben in diesem Spitzenduell Rot-Weiß Essen mit 0-2 zu Hause in Essen gelassen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, vor allen Dingen deshalb, weil in diesem kleinen Rödinghausen feiert man jetzt im Grunde und sagt, guck mal, wir sind Tabellenführer. Und das in einer wirklich recht starken, Regionalliga West. Genau, richtig, mit dem SC Verl als Zweiter, mit Rot-Weiß Oberhausen jetzt als Dritten, Rot-Weiß Oberhausen als Dritten und Rot-Weiß Essen als Vierten. Und die zweite Hauptsache Rot-Weiß. Aber wie gesagt, ja. Alle Bonheur, was in Rödinghausen und in Verl entsteht, gar keine Frage, aber ich liebe den Fußballstandort Essen. Also wenn du mal an der Hafenstraße warst, das ist schon geil. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie hochkommen. Sieht im Moment nicht danach aus. Rödinghausen und Verl setzen sich so ein bisschen ab. Du merkst dann auch so oft 13.000, das ist ja eine Wahnsinnskulisse. Sie tun sich dann schwer, ein bisschen zu Hause das Spiel zu machen. Allerdings wird der Sieger der Weststaffel, muss ja noch gegen den aus dem Nordost, diese einzige Relegation bestreiten. Das wäre im Moment Energie Cottbus. Aber Chapeau an den SV Rödinghausen. Und übrigens, ich habe mehrere Zuschriften bekommen und das will ich dann hier auch als Schlusswort von mir noch machen. Das würde dich freuen. Der sehr geschätzte Kollege Ralf Friedrichs, der hier in Köln den FC-Stammtisch moderiert, der hört sich das auch immer an, was wir hier erzählen und sagt, ihm ist natürlich schon aufgefallen, dass ich neben dem Weißen Ballett oft auch über den Nullfachen von Müngersdorf gesprochen habe. Er weist doch darauf hin, dass der 1. FC Köln zweimal den Juan-Gamper-Pokal gewonnen hat. Ein traditionsreiches Einladungsturnier damals in Barcelona, muss man wirklich sagen. Und das will ich damit hier gerne nochmal sagen. Also um die 80er Jahre rum hat der FC zweimal dieses traditionsreiche Turnier gewonnen. Also dann sagen wir der Halbfache aus Müngersdorf. Der Halbmacher aus Müngersdorf. Das ist doch ganz schön. Und wir wünschen auch weiterhin, würde ich sagen, deinem dritten Lieblingsverein oder vierten, nämlich Fortuna Köln, die in der Regionalliga West auf Platz 11 sind und leider mit 25 Punkten darum stehen. Trotzdem noch alles Gute. Wir in Köln müssen ja irgendwie noch zusammenhalten. Denn eins ist klar, ganz egal, was kommt, eins brauchen wir ganz bestimmt, nämlich Eier. Eier. Wir brauchen Eier.